Ich sage im Zweifel für den Angeklagten, nein. Und der Rest wird konstruiert, es wird passend gemacht. Und Sie können nichts dagegen machen. Viele Opfer von Justizirrtümern landen im Gefängnis. Der schrecklichste Tag in meinem Leben. Man geht durch diese schmale Tür. Draußen steht die Ehefrau. Die Tür fällt zu. Und das war's dann. Hunderte, wenn nicht Tausende, sind unschuldig hinter Gittern. Wie viele es genau sind, ist unbekannt. Es kann jeden treffen. Als Homosexueller, dann auch noch Polizist, da sind die denkbar ungünstigsten Voraussetzungen fürs Gefängnis. Die Folgen für die Opfer von Fehlurteilen dramatisch. Ist man schuldig drin, weiß man warum. Aber wenn man unschuldig drin ist, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, vergleichbar mit der Hölle. Die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt. Hier war Clinton de Klerk inhaftiert. 628 Tage lang. Unschuldig. Es war für mich grausam, weil ich eigentlich nicht damit klarkam, mich an so einem Ort wiederzufinden. Weil ich so nie gelebt habe, dass ich irgendwann in meinem Leben dort landen muss. Das ist eben der Unterschied zu dem, wenn man schuldig im Gefängnis ist. Ewig mit dem Gedanken, ich habe nichts getan, warum werde ich jetzt so bestraft? Es war schlimm. Der gebürtige Südafrikaner mit deutscher Staatsbürgerschaft saß wegen des Inverkehrbringens von angeblichem Falschgeld im Gefängnis. Verurteilt zu 3 Jahren und 2 Monaten. Seine Zeit unschuldig hinter Gittern, für ihn reiner Irrsinn. Ohne Gemeinsamkeiten mit den meisten anderen Häftlingen, eingepfercht in eine kleine Zelle. Abgeschnitten vom wirklichen Leben draußen in der Freiheit, de Klerk wurde zusehends depressiv. Es war die Einschränkung, es war die Bevormundung, es war die Fremdbestimmtheit. Auf einmal sagt mir jemand, wann ich aufzustehen habe, wann ich dieses und jenes zu machen habe. Oder eigentlich hauptsächlich, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Und das war für mich schlimm. Der Wahnsinn, den man verfällt, an so einem Ort zu sein, wo man nicht hingehört, das kann man eigentlich nicht nachvollziehen. Und eben immer wieder der Gedanke, unschuldig hier reingeraten zu sein. Clinton de Klerk hat vor seiner Inhaftierung Flugbegleiter in Sicherheitsfragen geschult. Dabei lernt er einen Chinesen kennen. Die Freundschaft ging über viele Jahre, bis er mir irgendwann mal erzählte, dass er beschädigte Münzen von China nach Deutschland zur Bundesbank bringt. Die Bundesbank prüft diese Münzen und wenn das alles okay ist, werden sie ihm eingetauscht. Beschädigte Euromünzen, die auf chinesischen Schrottplätzen gefunden werden. Ein Abfallprodukt des Müllexports. Die Münzen finden sich beispielsweise in Autowracks oder alten Zügen. Geld, das verloren oder vergessen wurde und bei der Mülltrennung aussortiert wird. Ein Schatz im Schrott. Tonnenweise Münzgeld, das so gut es geht aufbereitet wird. Dabei werden auch bei der Müllverwertung getrennte Teile wie der äußere Ring und das Innenstück wieder zusammengefügt. Denn die Schrottmünzen waren bares Geld wert. Wurden sie bei der Deutschen Bundesbank abgegeben, prüfte die das beschädigte Geld und erstattete den Gegenwert. De Klerks chinesischer Bekannter erzählt ihm, dass er von seinen Landsleuten für den Transport und Umtausch der Münzen eine Provision bekommt. Und irgendwann sagte er dann zu mir, hör mal, du fliegst doch sowieso nach China. Ich hatte ja damals eine Freundin in China. Und du könntest den Leuten vom Müll helfen und dir wäre auch geholfen, denn dein Ticket wäre bezahlt. Clinton de Klerk, der seine chinesische Freundin so oft wie möglich besucht, nimmt das Angebot an und bringt von seinen Flügen seitdem ebenfalls regelmäßig Schrottmünzen mit. Bei der Bundesbank ist er deshalb bekannt. Die Beamten hier wissen, woher das beschädigte Geld stammt, auch von vielen anderen Einzahlern. Nach Prüfung der Münzen wird ihm der Gegenwert anstandslos auf sein Konto überwiesen. Für die chinesischen Schrottmünzensammler und ihn also eine Win-Win-Situation bis zum 30. März 2011, dem Tag, der sein Leben verändern sollte. De Klerk ist auf dem Weg zur Arbeit. Plötzlich rast ihm ein Wagen entgegen.
Dann geht alles blitzschnell. Motor aus, Polizei, raus aus dem Fahrzeug. Fahnder in Zivil, unterstützt von Kollegen, die in parkenden Wagen gewartet haben. De Klerk wird wie ein Schwerverbrecher behandelt und verhaftet. Und er hat mir gedacht, es wird sich gleich aufklären, ihr habt ihren Fehler gemacht, ihr habt den falschen. Also irgendjemand, den ihr sucht, sieht mir wahrscheinlich ähnlich. Doch de Klerk ist gemeint. Ihm wird ein Haftbefehl präsentiert. Der Vorwurf, viele der von ihm eingelieferten Münzen seien Falschgeld gewesen, weil sie angeblich aus Teilen entwerteter Münzen illegal wieder zusammengesetzt worden seien. Die Ermittler glauben, die Münzen seien zuvor von verschiedenen Nationalbanken allein durch die Trennung von äußerem Ring und Innenstück entwertet worden. Dann seien sie verkauft und in China unerlaubt wieder zusammengefügt worden. Dieses Falschgeld habe sich de Klerk beschafft und durch den Umtausch in den Verkehr gebracht. Und da haben meine Ohren schon geklingelt, weil ich das Geld nie in den Verkehr gebracht habe, sondern was gemacht war, war, das Geld wurde zur Bundesbank gebracht, als beschädigtes Geld deklariert und die Bundesbank hat dieses Geld aus dem Verkehr rausgenommen. Doch die Ermittler verdrehen noch viel mehr. Wieder besseres Wissen. So machen sie in dem Haftbefehl aus dem Ausbilder wahrheitswidrig einen Flugbegleiter und dichten ihm weiter an, dass er Chinesisch sprechen und in China eine Eigentumswohnung besitzen würde. Frei erfundene Gründe, die für eine Fluchtgefahr sprechen. De Klerk kommt deshalb in Untersuchungshaft. Ich saß in der Zelle mit meinen Akten und habe geguckt, wo ist die Straftat, wo ist die Straftat, habe sie nirgends gefunden. Das sehen die Ermittler anders und lassen sich in den Medien für den großen Fahndungserfolg gegen die Betrügerbande feiern. Denn die soll die Bundesbank um 6 Millionen Euro geprellt haben. Anschuldigungen, die auf den polizeilichen Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft beruhen, wie der Jurist Thomas Darnstedt weiß. Die Polizei leitet de facto das Ermittlungsverfahren und sagt, wer verdächtig ist und liefert der Staatsanwaltschaft das Material, das dann zur Anklage reichen muss. Die Polizei ist nicht auf Wahrheit und Gerechtigkeit verpflichtet. Das heißt, das Ermittlungsverfahren ist geprägt von der Maxime der Effektivität, des Erfolges, der schnellen Überführung, der Befriedigung einer erwartungsvollen Öffentlichkeit. Wir müssen einen Täter finden, wir müssen ihn präsentieren, wir müssen ihn anklagen, wir müssen ihn bestens in Untersuchungshaft nehmen, damit die Leute merken, es passiert was. Dabei sind im Fall von Clinton de Klerk schon die Grundhypothesen der Anschuldigungen falsch. Denn Euromünzen werden in keinem Land nur durch die Trennung von äußerem Ring und Innenstück entwertet. Stattdessen werden sie gewalzt und dabei dauerhaft verformt. Das hat die Bundesbank den Ermittlern nachweislich mitgeteilt. Ebenso wie die Tatsache, dass es sich bei den eingetauschten Münzen nicht um Falschgeld handele, weshalb man keine Straftat sehe. Doch das wird ignoriert, sowohl im Ermittlungsverfahren als auch hier vor dem Landgericht. Der vorsitzende Richter sei wild entschlossen gewesen, die Angeklagten zu verurteilen, sagt Clinton de Klerk. Ich hätte nicht gedacht, dass sich jemand so sehr gegen die Wahrheit wehren kann wie dieser Richter. Er hat also all das, was ihm die Staatsanwaltschaft aufgetischt hat, hat er einfach für bare Münze genommen und hat das 1:1 umgesetzt. Und alles, was jetzt irgendwie ihn aufhalten hätte können in seinem Streben nach der Verurteilung, hat den wild gemacht. Und da ist er richtig ungehalten geworden. So steht am Ende die Verurteilung wegen angeblicher Geldfälschung, weil es sich angeblich um entwertetes Münzmaterial gehandelt habe. Eine Hypothese, die vom Gericht zur Wahrheit erklärt wird. Der Strafverteidiger Gerhard Strate erlebt so etwas oft. Jedes Gericht hat die Freiheit der Darstellung. Es kann Sachverhalte missverstehen, es kann Sachverhalte auch dazu erfinden, möglicherweise gar nicht mit böser Absicht, sondern weil man einfach denkt, es muss so gewesen sein. Wenn nach so einem längeren Prozess dann ein Urteil steht, dann denkt der normale Justizangehörige, der normale Richter, das ist doch alles prima gelaufen. Und dass da noch Platz für Irrtum sein soll, das kommt ihm nicht in den Sinn. De Klerk und weitere Verurteilte gehen hier vor dem Bundesgerichtshof in Revision und gewinnen. Die Richter stellen fest,
dass die Annahme, es handle sich um entwertetes Münzmaterial, durch nichts belegt ist. Außerdem seien die Münzen nicht in den Verkehr gebracht worden, weil sie von der Bundesbank eingezogen und vernichtet wurden. Eine Strafbarkeit wegen Geldfälschung sei deshalb nicht gegeben. Also war das hier eine klassische Fehlentscheidung des Landgerichts? Ich kann dazu keine Stellungnahme abgeben. Warum? Weil ich nur sagen kann, dass der Bundesgerichtshof diese Entscheidung aufgehoben hat. Was aber in der Konsequenz bedeutet, dass wir hier ein klassisches Fehlurteil haben. Wie gesagt, ich bleibe bei meiner Stellungnahme soweit. Ich habe als Gerichtssprecher Gerichtsurteile des Landgerichts nichts zu kommentieren. Selbstkritik in den Reihen der Richterschaft sieht sicherlich anders aus. Den früheren Vorsitzenden Richter am Landgericht Frankfurt, Heinrich Gerke, erstaunt das nicht. Selbstkritik ist sicherlich das, was Richter am wenigsten haben. Das muss ich auch sagen. Es gibt natürlich auch viele Richter, die ihr Amt so verstehen, dass es einfach inakzeptabel ist, das Urteil zu kritisieren. Nach fast 2 Jahren in Haft ist Clinton de Clark wieder frei. Und doch nach wie vor gefangen. Ein Gefangener seiner Depressionen und Angstzustände, die er seit der Zeit im Gefängnis hat. Wenn jemand völlig unschuldig ist und eine schwere Strafe verbüßen muss wegen einer Sache, die er gar nicht gemacht hat, dann ist das fast so, als wäre man lebendig begraben. Das kann dazu führen, dass jemand depressiv wird, verzweifelt wird und selbst dann, wenn er wieder entlassen wird, nicht mehr in der Lage ist, ein vernünftiges Leben zu führen. Clinton de Clark war in einer psychiatrischen Klinik, ist noch immer in Behandlung, muss täglich Medikamente nehmen. Der Staat zahlt ihm für die Zeit, die er unschuldig hinter Gittern war, eine Haftentschädigung. 25 Euro pro Tag. Ich habe mein Leben im Grunde verloren, keine Arbeit mehr, psychische Erkrankung. Mein Leben, wie es mal war, existiert nicht mehr. Und da sollen mir jetzt 25 Euro am Tag darüber hinweg helfen. De Clark kämpft deshalb weiter um Schadensersatz und Schmerzensgeld für ein ruiniertes Leben. Die Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen. Hier ist Kim Jung inhaftiert, seit über 3 Jahren. Der 33-Jährige war Polizist, bis er wegen schwerem Raubes und gefährlicher Körperverletzung verurteilt wurde, zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren. Eine Tat, die er bis heute vehement bestreitet. Das Gefühl kann man kaum beschreiben, als Unschuldiger im Gefängnis zu sitzen. Am Anfang war das wirklich heftig, als sich dann hinter mir die Türen geschlossen haben. Die Tat, für die er einsitzt, ein besonders dilettantischer Raubüberfall. Es ist Donnerstag, der 24. Juli 2008. Ein Getränkemarkt in Gladbeck. Gegen 15 Uhr betritt ein Mann den Laden. Er ist der einzige Kunde. Mit einem Sixpack Bier geht er zur Kasse. 4,98 Euro bitte. Als die Kassiererin ihm das Wechselgeld reicht, sprüht ihr der unmaskierte Täter Pfefferspray ins Gesicht. Dann ringt er sie zu Boden. Während der Mann in die Kasse greift, kann das Opfer flüchten. Die Beute des Täters nur 65 Euro. Obwohl mindestens 700 in der Kasse sind. In Panik alarmiert die Kassiererin Passanten, einen Bundespolizisten und dessen Kinder. In diesem Augenblick kommt der Täter aus dem Getränkemarkt. Er steigt in seinen Wagen, den er vor dem Laden geparkt hat, und fährt davon. Die Kassiererin und die Zeugen versuchen, sich das Kennzeichen zu merken. Der Polizei gegenüber machen sie jedoch unterschiedliche Angaben. Da sich aber alle bei der Farbe und dem Fahrzeugtyp einig sind, kommt für die Ermittler nur ein Wagen in Frage, der von Kim Jung. Wenig später wird er deshalb zu Hause verhaftet. Man hat mich dann halt zur Polizeiwache verbracht, ins Gewahrsam gesperrt. Und mir hat aber nie jemand genau gesagt, was passiert sein soll. Das habe ich dann immer so erst stückchenweise erfahren. Wie von 2 Kollegen. Dass der Täter das Opfer mit Pfefferspray angegriffen hat. Woraufhin ich dann darum gebeten habe, man möge mir Abstriche von den Händen nehmen, um festzustellen, ob da noch Pfefferspray dran ist oder nicht. Dann sagten mir die beiden, nee, das machen die Kollegen, die dich dann heute noch im Laufe des Abends vernehmen werden. Fakt ist, dass die bis heute nicht zu mir gekommen sind. Also ich bin von der Polizei nicht einmal vernommen worden. Jung wird dem Haftrichter vorgeführt.
Der entscheidet erstmal nur, ob der Polizist in Untersuchungshaft genommen wird. Um dem zu entgehen, sagt Jung, habe der Richter eine Kaution von 20.000 Euro verlangt, die er nicht aufbringen konnte. Oder ein Geständnis. Als Homosexueller, dann auch noch Polizist, da sind die denkbar ungünstigsten Voraussetzungen fürs Gefängnis. Und bin auch wirklich in Panik verfallen, hab geweint und gezittert am ganzen Körper und wirklich so eine Angst um mein Leben gehabt, dass ich in dem Moment wahrscheinlich alles gestanden hätte. Jung beichtet den Überfall. Eine Tat, die er nicht begangen hat, wie er bis heute beteuert. Er entgeht der Untersuchungshaft. Später widerruft er das Geständnis. Der Strafprozess gegen ihn findet hier vor dem Landgericht Essen statt. Jung wird ein Deal vorgeschlagen. Wenn ich ein Geständnis ablege, was ich ja vorher bei der Polizei widerrufen habe, dann würde man mir 1,5 bis maximal 3 Jahre anbieten. Das hätte man durchaus auch noch zur Bewährung aussetzen können. Ich habe dem Richter dann aber gesagt, dass ich sein Angebot dankend ablehne. Und ich glaube, von dem Moment an war ich dann auch direkt zu den 6 Jahren verurteilt, die ich ja dann bekommen habe. Denn der vorsitzende Richter sei gegen ihn voreingenommen gewesen, statt unparteiisch, sagt Kim Jung. Für Strafrechtler wie Gerhard Strate ist die Voreingenommenheit von Richtern gegenüber Angeklagten trauriger Alltag. Also der Punkt ist der, dass die Struktur unseres Strafprozesses schon auf die Schaffung von Vorurteilen bei den Richtern angelegt ist. Wir haben am Anfang ein Ermittlungsverfahren, das führt die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft siebt dann alles aus, was ihr nicht gefällt oder was sie für unwichtig hält, macht dann zum Schluss eine Anklage. Der Richter darf die Anklage nur dann zulassen, wenn er auf Grundlage der Anklageschrift die Überzeugung gewinnt, dieser Angeklagte, der jetzt demnächst vor mir steht, wird von mir auch hochwahrscheinlich verurteilt werden. Für viele Juristen ein Fehler im System, der Fehlurteile begünstige. Kim Jung ist sich sicher, dass er bei seinem Richter keine Chance auf einen Freispruch hatte. Er hat alles, was mich entlastet hat, hat er dann immer irgendwie so gebogen, dass es mich belastet hat. Oder zumindest, dass es neutral war. Bekleidung ist untersucht worden. An den Kleidungsstücken gab es keine Fasern. Wobei, wenn es den Kontakt gegeben hätte zwischen dieser Verkäuferin und mir, hätte man Faserspuren finden müssen. In der mündlichen Begründung hat der Richter dann gesagt, naja, dann waren es halt nicht so fusselnde T-Shirts. Außerdem wurden an den sichergestellten Geldscheinen und dem Sixpack keine Fingerabdrücke oder DNA-Spuren von ihm gefunden, sondern von anderen. Spuren, die zu dem richtigen Täter hätten führen können, wie Jung sagt, denen aber nie nachgegangen worden sei. Und auch entlastende Zeugenaussagen seien nicht zu seinen Gunsten berücksichtigt worden. Es gab ja 3 Zufallszeugen, darunter auch einen Polizisten von der Bundespolizei und alle 3 haben ausgesagt vor Gericht auf die Frage, ob ich der Täter bin, ganz klar gesagt, dass ich es nicht bin. Die einzige, die ihn erkannt haben will, ist die Kassiererin, der das Gericht auch in diesem Punkt uneingeschränkt Glauben schenkt. Jungs Motiv für den Raubüberfall sollen unbezahlte Rechnungen gewesen sein, deren Höhe rund 400 Euro. Hat der junge Polizist wirklich dafür seinen Job und seine Freiheit riskiert? Durch eine mehr als dilettantische Straftat? Polizeibeamter, der müsste eigentlich wissen, wie es besser geht. Soll am helllichten Tag mit seinem eigenen PKW unmaskiert, auch noch mit den eigenen Kennzeichen, vor so einem Getränkemarkt in seinem Wohnort fahren, überfällt den, lässt das meiste an Geld in der Kasse und fährt ganz seelenruhig wieder vom Parkplatz. Doch den Richtern erscheint alles plausibel. Jung wird verurteilt. Denn wie Richter im Rahmen der sogenannten freien Beweiswürdigung Zeugenaussagen und andere Beweise bewerten, wem sie glauben und wem nicht, das alles entscheiden allein sie. Die Freiheit der Beweiswürdigung ist im Gesetz festgeschrieben, aber es ist eben eine große Freiheit. Und niemand schützt den Angeklagten davor, dass diese Freiheit willkürlich zu seinen Lasten verwendet wird. Kim Jung sieht sich als Opfer richterlicher Willkür. Für die Justiz dagegen ist er rechtskräftig verurteilt. Aber auch zu Recht? Kriminalpsychologe Eck weiß, dass es viele Gründe gibt, die Unschuld zu beteuern. Gleichgültig, ob man es nun tatsächlich war oder nicht. Wenn jemand etwas leugnet, was man ihm vorwirft, dann kann es sein, dass es gar nicht war. Aber wenn er es tatsächlich
war, warum leugnet er dann trotzdem? Einer der Gründe könnte sein, dass man das auch seinen nahen Angehörigen, seiner Frau, seiner Familie gegenüber nicht gestanden hat. Und da wäre es für jemanden unter Umständen noch schlimmer, als Lügner dazustehen, als gegenüber der Justiz. Kim Jung bleibt dabei. Er ist unschuldig. Er will die Wiederaufnahme seines Verfahrens erreichen, einen Freispruch. Doch er weiß, dass dies ein steiniger Weg ist, der in den meisten Fällen nicht zum Erfolg führt. Ich glaube, dass es als Unschuldiger so schwierig ist, seine Unschuld zu beweisen, weil natürlich die Justiz in erster Linie keine Fehler zugeben will. Ich habe auch so das Gefühl, dass für die Justiz das unvorstellbar ist, dass jemand zu Unrecht verurteilt wurde. Das sieht auch Thomas Darnstedt so. Der Grund ist für ihn klar. Fehlerkultur gehört nicht zur Justiz, sondern das ganze System der dritten Gewalt besteht aus dem Selbstverständnis, dass man absolut und nicht hinterfragbare Wahrheiten verkündet. Wenn man das in Frage stellen würde, dann käme dieses System der Justiz, das abschließende Urteil fällt, in Gefahr. Darauf ruhen sich natürlich alle möglichen Leute aus, die schlichtweg, man muss es so hart sagen, pfuschen. Das hat Norbert Kuss am eigenen Leib erfahren. Der Familienvater war 683 Tage lang unschuldig in Haft, erwiesenermaßen. Das Delikt, das man mir vorgeworfen hat, sexueller Missbrauch mit Kindern, das ist so ziemlich das Schlimmste. Dann ist man der unterste Dreck, auch im Gefängnis. Den Tag, an dem er seine Haft angetreten hat, wird er nie vergessen. Zu Unrecht verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren. Der schrecklichste Tag in meinem Leben. Ich habe nachts kein Auge zugemacht, einfach aus Angst. Ein Gefühl der Ohnmacht, des Ausgeliefertseins. Der Ruf des unbescholtenen Beamten zerstört. Vom liebevollen Vater zum angeblichen Kinderschänder. Beschuldigt wurde Norbert Kuss von seiner damals 13-jährigen Pflegetochter. Seine Frau Rita und er hatten bereits einen Adoptivsohn und einen Pflegesohn großgezogen. Und dann hat das Jugendamt sich an uns gewandt, ob wir eventuell noch mal bereit wäre, Kind aufzunehmen. War jetzt nicht die Rede von Bub oder Mädel. Und da haben wir zugestimmt. Hier im Jugendamt fällt die Entscheidung auf Susi. Das Mädchen ist lernbehindert, stammt aus problematischen Familienverhältnissen, war immer wieder im Heim. Viel mehr erfahren die Pflegeeltern nicht.